Es war einmal. Rapunzel. Gelesen von Joe von Arfing. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald tritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen wunderschönen Gesang. Es war Rapunzel in ihrem Turm. Er wollte zu ihr hinauf, suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. Das ist doch Pandemie gewesen. Da ist sie in Quarantäne, müssen sie weiterlesen. Er rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das wird lang genug zu reden sein, nicht? Wenn die Friseure eine Weile zurück haben. Sie ließ also ihr langes Haar aus dem Fenster. Ja, das Ganze, nicht leider Lück. Sie hat ja gesagt, Rapunzel, Rapunzel, wirf ein Lock down. Was? Ding? Ja. Und als er oben war, erschrak sie beim Anblick von einem so schönen Mann. Erschrak, wieso? Vielleicht, weil er keine FFP2-Maske gehabt hat, oder keine Eigenerklärung, oder keinen Test, oder irgendwas. Nein, Freunde, wir werden wir halt nicht durchhalten müssen. Und sie ja, nicht nach der Nacht kann sie die Hochreue lassen, und der kann die Unterhösen, die Mutante, was? Und danach geht's wieder Avanti mit dem Kärnti. Also, Freunde, gesund bleiben, in Rest kann man erben, stehlen oder kaufen. Salbei! Jetzt durchhalten. Abstand, Hygiene, Maske.